Skitouren gehen ist ein sehr beliebter Sport. Zur Grundausrüstung sollte zumindest ein Lawinenverschüttungsgerät, eine Sonde und eine Schaufel gehören. Es gibt aber auch einen sogenannten Lawinen-Airbag-Rucksack. Beim Lawinen-Airbag, da gibt es mittlerweile zwei Produkte seit letztem Jahr am Markt. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Es geht darum, dass das Volumen von den Menschen, die Auftriebsfläche von Menschen um 150 bis 180 Liter vermehrt wird. Wenn man in eine Lawinensituation kommt, in eine Verschüttung, treibt man mit diesem Rucksack, wo rechts und links bei der Marke ABS zwei große Rucksäcke aus dem Rucksack herausschießen, wenn ich sie auslöse, raus und man treibt in der Lawine auf. Fallstudien besagen nun, dass rund 10% im Ernstfall den Lawinenrucksack nicht auslösen können. Was denken Sie, woran es liegt? Ja, das Hauptproblem ist das, dass die meisten, es ist schade, aber eher als Geldproblem sehen. Es ist wirklich verrückt, aber manche denken sich, das kostet mir jetzt 50 Euro, so eine Fehlauslösung, falls es eine wäre. Und es ist nachgewiesen, dass viele nicht ziehen, obwohl sie in einer Situation wären, wo eigentlich es Zeit wird zum Ziehen, und das ist das Hauptproblem. Also es meistens wird nicht gezogen wegen dem Geld. Dass man den Airbag vom System her nicht auslösen kann, also das ist mir nicht bekannt. Ob ich jetzt Rechtshänder oder Linkshänder bin, es gibt Auslösesysteme auf rechter Hand oder auf linker Hand, ist mir nicht bekannt, dass es von dieser Seite her nicht machbar ist. Was würden Sie sagen, ab wann sollte man ziehen? Sobald ich das Gefühl habe, unter mir bewegt sich die Schneemasse oder ich höre komische Geräusche wie das berühmte Wumm-Geräusch, ziehe lieber, mache lieber eine Fehlauslösung, wie ich ziehe 2 Sekunden zu spät. Kann es jetzt auch durch einen Sturz sein, dass der Rucksack ausgelöst wird? Ja, natürlich kann das auch sein. Wenn ich in einen Sturz komme und blöderweise wird dieser Mechanismus angerissen, wobei braucht er schon circa eine Auslösekraft von 4 bis 5 Kilo, kann natürlich beim Sturz auch sein. Meistens aber auch sind Fehler beim Anziehen, am Parkplatz passiert sehr oft, dass die Leute den Auslösemechanismus am Rucksack lassen, anziehen und beim Anziehen den Mechanismus auslösen. Wie viel kostet der Rucksack und wie ist die Nachfrage? Der Rucksack kostet um die 700 Euro, egal ob ich jetzt ABS oder Snowpuls ist die zweite Firma, kaufe. Die Nachfrage ist steigend. Würden Sie nun den Lawinenrucksack als Bestandteil der Grundausrüstung vorsehen? Ich selbst bin selber schon sehr lange unterwegs im Gelände und habe mir seit 2 Jahren ebenfalls einen ABS-Rucksack gekauft. Also ich sehe es als Standardausrüstung mittlerweile.